Nach der Corona-Krise haben wir gesehen, wie die Aktien eingebrochen sind. Momentan gibt es zwei sichere Häfen, Gold und Bitcoin. Ist das so bei Bitcoin, einer Kryptowährung, die ja auch 2017 nach ihrem Hoch doch deutlich verloren hat? Darüber reden wir heute mit Professor Philipp Sandner. Er ist mir zugeschaltet und er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und leitet dort das Blockchain Center. Herr Professor Sandner, schön, Sie zu sehen. Hallo, ich freue mich sehr. Ist es denn wirklich so, dass man sagen könnte, Bitcoin ist momentan ein sicherer Hafen? Das ist eine ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also technisch gesehen ist es so, dass Bitcoin sehr wohl als sicherer Hafen in Zukunft gelten kann und aus meiner persönlichen Sicht auch gelten wird. Allerdings ist es so, dass erstmal die Voraussetzung dafür geschaffen werden muss. Und das ist, dass sehr viele Leute an Bitcoin glauben, dass auch an die Technologie, ähnlich wie das bei Gold natürlich jetzt schon seit 3000 Jahren der Fall ist. Und hier zeigt sich schon natürlich ein ganz großer Unterschied. Bitcoin ist nach wie vor eine Nischenerfahrung. Es gibt wenig Leute, die das Thema verstehen und auch natürlich daran glauben, analog zu Gold. Und insofern kann man ehrlich gesagt Stand heute noch nicht von einem sicheren Hafen sprechen. Allerdings ist Bitcoin aus meiner Sicht auf einem guten Weg dorthin, das zu erreichen. Technisch gesehen oder von der Architektur ist Bitcoin letztlich ähnlich zu sehen wie Gold. Es ist ähnlich aufgebaut von der gesamten Architektur, allerdings natürlich immateriell und natürlich weitaus weniger bekannt als Gold. Ja, Sie sagen ähnlich aufgebaut. Gold ist ja nicht künstlich herstellbar und Bitcoin ist auf 21 Millionen beschränkt. Ist das so eine Gemeinsamkeit zum Beispiel? Exakt. Also wenn man sich Gold und Bitcoin anschaut, dann sind beide in beiden Fällen die Menge der verfügbaren Bitcoins oder die Menge des verfügbaren Goldes beschränkt. Ja, bei Gold muss ich mit entsprechenden Baggern und so weiter in Minen nach Gold graben. Wenn der Goldpreis steigt, dann habe ich natürlich einen Anreiz, mehr Ressourcen aufzuwenden, um mehr nach Gold zu suchen. Und in analoger Weise funktioniert es auch genauso bei Bitcoin. Bei Bitcoin grabe ich aber nicht mit Baggern nach Bitcoin, sondern eben mit Maschinen, also mit Rechenzentren, mit Mining-Anlagen. Und wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann würde ich meine Intensität erhöhen und versuchen, mehr und stärker nach Bitcoins zu suchen. Und dementsprechend steigert sich dann die Rechenleistung des gesamten Netzwerks. Aber sowohl Bitcoin wie auch Gold ist von der maximal verfügbaren Umlaufmenge beschränkt und kann auch nicht in beliebiger Weise hergestellt werden, selbst wenn man unendlich viele Ressourcen zur Verfügung hätte. Und insofern ist es von der Architektur ähnlich. Man muss quasi eine gewisse Arbeit, eine gewisse Energie aufbringen, um Bitcoin oder Gold zu fördern. Und das führt dann dazu, dass die Umlaufmenge in Gänze beschränkt ist. Ende 2017 war der Bitcoin ja auf seinem Höchststand bei knapp 20.000 US-Dollar. Dann ging es ordentlich nach unten bis auf knapp über 3.000 US-Dollar und jetzt sind wir wieder über 10.000. Diese riesigen Schwankungen, muss man die ausleben als Anleger? Wie kommt man über sowas hinweg? Ja und nein. Was dafür spricht, ist natürlich, dass es sich hier um einen klassischen Markt handelt, wie ein Kapitalmarkt, wie auch beim DAX. Und bei den DAX-Werten ist es ja in ähnlicher Weise so, dass die Kurse auch wegen Corona zickzack durch die Gegend fahren. Heute minus 5%, morgen wieder plus 6% und so weiter. Insofern ist es bei Bitcoin ehrlich gesagt nichts Unübliches. Wichtig ist, dass der langfristige Aufwärtstrend bei Bitcoin intakt ist. Selbst dann, wenn der Bitcoin tatsächlich unter die 4000 mal gefallen war vor einigen Monaten. Und insofern mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen. Ja, gut, es ist eine sehr spekulative Anlage. Deswegen muss man schon als Anleger wissen, was man tut. Ja, das Geld kann in der Theorie auch verschwunden sein am morgigen Tage und so weiter. Deswegen ist es natürlich hochriskant, nicht zu vergleichen mit irgendeinem DAX-ETF. Das muss absolut klar sein. Aber ansonsten hat man natürlich auch eine entsprechende Kurssteigerungspotenzial unter der Annahme, dass die Technologie sich weiterentwickelt, so wie heute. Ja. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass diese schon jetzt mal genannten Tiefstände von 4.000 US-Dollar jemals wieder erreicht werden. Ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Monaten immer über 8.000 US-Dollar bleiben und dann glaube ich auch, dass der Kurs sich tendenziell weiter positiv entwickelt im nächsten Jahr.
Dafür spricht im Übrigen, dass sehr viele Banken, Börsen hier in Europa, aber auch in Amerika und in Asien sich intensiv mit Digital Assets, also quasi mit digitalen Anlageklassen beschäftigen. Dazu gehören auch die Kryptowährungen oder die Kryptowerte, wie das jetzt beim Finanzministerium heißt. Die Regulierung ist positiv, die Banken und Börsen bauen Infrastruktur auf und all das im Prinzip lässt eine solche Infrastruktur entstehen, wo dann auch größere Investoren früher oder später Geld in dieses Ökosystem und in diese neue Assetklasse investieren können. Sie haben schon einige Punkte angesprochen. Wie ist denn momentan die regulatorische Lage? Kommt da einiges auf Anleger, die in Bitcoin gehen wollen, zu? Ist das positiv, negativ? Also es wird immer positiver, das muss man so an der Stelle zusammenfassen. Zum Beispiel hat Deutschland ja Anfang Januar, das ist schon 8 Monate her, ein neues Gesetz erlassen, wo die Kryptoverwahrlizenz enthalten war. Dementsprechend können inzwischen Banken und Börsen, wenn sie wollen, Kryptowährungen kaufen, auch auf Rechnung Dritter. Also das ist schon bahnbrechend, was da passiert ist. Gleiches ist im Übrigen in der Schweiz passiert. Europa, also die Europäische Kommission, bereitet derzeit eine Regulierung vor. Die scheint mir aber relativ konstruktiv zu werden. Also das ist von einem kompletten Verbot von Kryptowährungen ist wirklich unter keinen Umständen die Rede. Selbst die Amerikaner sind inzwischen auf diesem progressiven Regulierungspfad mit eingestiegen. Da sind auch tolle Dinge passiert in den letzten Wochen. Auch bei den Chinesen scheint sich oder in Asien scheint sich die Lage insofern zu normalisieren, dass diese sogenannten Crackdowns, dass der Regulierer relativ hart gegen die Technologie vorgeht, inzwischen der Vergangenheit angehören. Deswegen glaube ich, dass zunehmend ein positives Regulierungsumfeld entsteht. Natürlich müssen sich Unternehmen, Banken und ähnliche mit der Regulierung zusammenfinden. Das sind teilweise strenge Regeln, die hier erfolgt werden müssen, aber Entschuldigung. Natürlich, ich wiederhole nochmal. Natürlich müssen sich Banken, Börsen und so weiter mit der Regulierung anfreunden und die entsprechenden Regeln erfolgen. Allerdings ist es natürlich so, dass dadurch auch Anlegerschutz entsteht, Rechtssicherheit und ähnliches. Und diese Entwicklung kann man momentan wirklich weltweit beobachten. Es gibt ja die Kritiker, die sagen, ja, vielleicht wird das alles mal verboten. Sie haben gesagt, Sie glauben da jetzt nicht dran. Gibt es irgendeine Gefahr, dass in irgendeinem Land man sagen könnte, ja, Bitcoin wollen wir nicht, ist uns vielleicht auch für unsere eigenen Währungen nicht gut als Konkurrenz und dann verbietet man vielleicht den Bitcoin? Also denkbar ist es natürlich, aber je mehr Zeit verstreicht, wird es eigentlich zunehmend unwahrscheinlich. Also es ist so, dass zum Beispiel in Indien man den ganzen Kryptowährungen sehr, sehr, sehr kritisch gegenübersteht. Ein Grund dafür ist natürlich, dass der indische Staat bekanntermaßen jetzt nicht der effektivste ist, den man kennt. Dementsprechend funktioniert auch die Steuerahndung nicht entsprechend. Und natürlich muss dann der Staat Angst haben, dass Steuerbetrug entsteht durch nicht versteuerte Gewinne von Kryptowährungen. Also deswegen kann man diese Haltung in Indien nachvollziehen. Aber wenn man sich andere wichtige Nationen anschaut, egal ob in Asien, Europa oder in Amerika, so sieht man, dass zunehmend die Regulierung positiv oder konstruktiv wird. Und jetzt ganz im konkreten Beispiel kann man sich Deutschland anschauen und auch die Schweiz. In Deutschland ist ja im Januar die neue Gesetzgebung in Kraft getreten mit der sogenannten Kryptoverwahrlizenz. Die stellt die Verwahrung von Bitcoins und Ähnlichen auf rechtlich sichere Füße für Banken und Börsen. Das ist ein Gesetz, das ist erlassen worden. Das hat auch positive Kritik geerntet. Und für mich ist es wirklich in Gänze unvorstellbar, dass dieses Gesetz jetzt auf die kurze Frist zurückgenommen oder zurückgedreht werden würde. Wie ist denn allgemein der Trend? Sie arbeiten ja auch im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums. Da wird ja auch über den digitalen Euro zum Beispiel gesprochen. Wird das in absehbarer Zeit auf uns zukommen? Genau, also es gibt momentan drei große Domänen, wo die Blockchain-Technologie sich beginnt zu materialisieren. Den einen Bereich ist natürlich die Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Der zweite große Bereich ist der digitale programmierbare Euro. Das ist quasi der Euro auf Blockchain-Basis. Und der dritte Bereich, der entsteht jetzt gerade, das sind digitale Wertpapiere auf Blockchain-Basis. Und jetzt zum digitalen programmierbaren Euro. Da geht es darum, dass man den Euro technisch gesehen auf ein Blockchain-System bringt, sodass zum Beispiel am Kapitalmarkt oder auch in Bereichen wie Produktion und Industrie 4.0 und Logistik eben der Euro auf einem IT-System ist und in Sekundenschnelle transportiert werden kann, verrechnet werden kann, gehandelt werden kann und ähnliches.
Und auch wenn der Endanwender, also wir als Menschen, möglicherweise von dem digitalen programmierbaren Euro jetzt keine nennenswerten Benefits haben würden, so ist es doch so, dass Bereiche, die für Deutschland und Europa wichtig sind, Industrie 4.0, Logistik, Medizintechnik und so weiter, die werden früher oder später ohne einen digitalen Euro auf Blockchain-Basis nicht auskommen. Und deswegen sieht man hier, dass momentan Behörden, Ministerien und Regierungen in Europa und überall das Thema wirklich ganz oben auf die Agenda setzen und zunehmend auch ihre Anstrengungen intensivieren. Ein Grund dafür ist natürlich China. China hat inzwischen seine Variante der digitalen Währung auf Blockchain-Basis quasi live geschaltet. Es werden Tests gemacht mit 40 Millionen Menschen in China, wie das System funktioniert. Und anscheinend ist hier alles soweit positiv. Das hat sehr viele Leute jetzt inspiriert, die eigenen Anstrengungen auch in Europa zum Beispiel zu intensivieren. Und natürlich Libra. Facebook hat das Projekt Libra vorgeschlagen letztes Jahr. Dieses Jahr im April wurde die Version 2 vorgestellt. Demnach könnte auch der Euro auf Libra-Basis laufen in der Zukunft, mutmaßlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Und auch das ruft natürlich Regierungen und Finanzbehörden und auch Finanzministerien auf den Plan, die sich jetzt genau überlegen, ob sie das möchten, dass der Euro auf einer von Facebook initiierten Libra-Basis läuft. Ja, das sind alles Gründe, warum sich Unternehmen, Behörden, Ministerien, Regierungen wirklich um den gesamten Globus jetzt zunehmend intensiver mit dem Thema beschäftigen. Sie haben jetzt schon so viele Themen angesprochen. Vielleicht haken wir mal so ein paar kurz ab. Die Deutschen, die lieben ja eigentlich ihr Bargeld. Wird das in den kommenden Jahren verschwinden und wir werden dann nur noch einen digitalen Euro haben, unser Handy irgendwo auflegen und dann mit einem Payment-System bezahlen? Das ist eine ganz faszinierende Frage. Und ich glaube, man muss die Frage dann beantworten, wenn man sich bestimmte Alterskohorten anschaut. Wenn ich mir zum Beispiel die heute 60-Jährigen anschaue, die natürlich online sind mit iPhone und Android-Phone und dergleichen, die lieben ihr Bargeld, damit sind sie aufgewachsen. Das sind Leute, die sind nicht Digital Native, die Leute, die heute 60 sind, plus minus, die Leute werden natürlich immer ihr Bargeld haben, auch in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren, solange diese Leute leben. Aber es kommt eben unten die junge Generation nach. Das sind die Leute, die heute 20 Jahre alt sind, 30 Jahre sind und 40 Jahre sind. Die sind quasi Digital Native. Die zahlen heute schon fast nur noch digital. Für die gibt es quasi heute gar kein Bargeld mehr. Ich bin ja selber Professor an der Universität. Wir haben da auch eine Cafeteria. Wir haben natürlich auch Studenten. Und die Studenten haben heute gar keine Geldbeutel mehr dabei, so wie ich früher oder wie Sie früher, sondern die haben einzig und allein ihr Handy dabei und bezahlen selbst den Espresso für 1,80 € mit dem iPhone und der dort implementierten Apple Pay-Funktion oder eben Google Android natürlich. Und da sieht man, dass es ganz klar alterskohortenabhängig ist und demnach kann man in Gänze festhalten, dass das Bargeld natürlich früher oder später verschwinden wird, weil das quasi einfach in der Bevölkerungspyramide quasi nach oben weg wächst. Ich war gerade in Kopenhagen und Stockholm, zwei Städte, wo man eigentlich fast gar kein Bargeld mehr sieht. Jeder nimmt sein Handy oder eine Karte. Jetzt zu Corona-Zeiten wurde das natürlich verstärkt. Sieht man das auch in Deutschland, dass so eine Tendenz auf uns zukommt, dass durch die Krise eben doch viel mehr jetzt so digital stattfinden wird? Auf alle Fälle. Also ich glaube, da kam jetzt einiges zusammen, und zwar Apple Pay und auch die Variante von Google Android ist seit ungefähr einem Jahr zunehmend in Gebrauch. Ich weiß noch, dass ich im Januar 2019, also vor 1,5 Jahren, erstmalig in einer Skihütte in den Alpen mit Apple Pay bezahlt hatte und war da sehr beeindruckt, dass das wirklich überall geht, wo ein Kreditkartenterminal steht. Seitdem hat sich das bei mir persönlich manifestiert, an der Tankstelle, beim Espresso trinken, abends beim Essen gehen und so weiter. Dann kam Corona und plötzlich hat auch der Kiosk ums Eck ein Kreditkartenterminal und der Taxifahrer um alle. Und jetzt bei mir persönlich hat das dazu geführt, dass ich das letzte Mal Geld abgehoben habe, also wirklich echte Scheine im März, als ich natürlich auch Angst hatte, wie schlimm Corona werden würde, Geld abgehoben und so weiter. Das war das letzte Mal, dass ich Geld abgehoben hatte. Seitdem alles digital, alles bargeldlos, egal ob Rewe, Lidl, Aldi oder der Espresso ums Eck. Und da bin ich natürlich nicht der Einzige. Da ist eine ganz große Veränderung im Prozess. Wie gesagt, ich glaube, je nach Alterskohorte ist es extremer oder eben weniger extrem.
Aber das ist ein Trend, der ist unaufhaltsam und das bargeldlose Zahlen findet zunehmend Anklang und wird auch das physische Bargeld in einigen Jahren, vielleicht auch erst in 2 Jahrzehnten, gänzlich ersetzt haben. Ich glaube, einige Kritiker hören das gar nicht so gerne, weil für die Bargeld gedruckte Freiheit ist, wie man oft hört. Da gibt es ja auch so Verschwörungstheorien und alles Mögliche. Trotzdem glauben Sie, dass das noch eine Weile parallel laufen wird? Auf alle Fälle. Und zwar deswegen, Sie können in einer Bevölkerung den Leuten, die mit Bargeld aufgewachsen sind, den Leuten, die nicht Digital Native sind, vielleicht auch die Leute, die gar kein Handy haben, also zum Beispiel Leute über 70 Jahren Alter, die können Sie ja nicht den Zahlungsmechanismus wegnehmen. Und insofern wird quasi einfach beides parallel laufen. Physisches Bargeld wird zunehmend verdrängt werden, ersetzt werden durch elektronisches Bargeld. Die einzige Frage, die ich hier habe, ist, dass eben jetzt sehr viel beginnt, über die Kreditkarten amerikanischer Art zu laufen, also Visa und Mastercard. Und das ist was, was man so langsam mal diskutieren müsste, ob man das möchte, weil ja damit wirklich jeder Espresso, der hier in diesem Land gekauft wird, über US-amerikanische Server abgewickelt wird. Das müsste man mal überlegen, ob das Sinn der Sache ist oder ob man nicht hier ein europäisches Pendant als Zahlungsinfrastruktur schafft. Allerdings hat es damals mit PayDirect ja schon, obwohl es versucht wurde, nicht geklappt. Der Bitcoin wird ja zumindest häufig gesagt, wird oft auch für irgendwelche, sage ich mal, schwarzen Zahlungen im Internet verwendet. Droht uns das Gegenteil, wenn wir jetzt einen digitalen Euro haben, dass vielleicht alle staatlichen Behörden genau sehen können, wo und wann wir unseren Kaffee eben kaufen? Also ja und nein. Also zunächst mal ist es so, dass die Transaktionen, die in Bitcoin abgewickelt werden, natürlich auch überwacht werden. Die Leute, die mit dem Bitcoin-System interagieren, also quasi Euro in Bitcoin wechseln, die werden zum Beispiel auch der entsprechenden Regulatorik unterworfen. In Deutschland ist die gut und auch ganz gut geworden seit Januar, sodass quasi der Staat auch im Falle von Steuerbetrug oder Ähnlichem reinschauen kann, wer hat hier welche Bitcoins. Ja, im Falle von Betrug. Aber dass Bitcoin jetzt eine Währung für das sogenannte Darknet sein soll, ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei. Es wird in allen Währungen und Wertträgern Kriminalität abgewickelt, egal ob Dollar, Diamanten, Euro oder alle Arten. Und so natürlich auch zum gewissen kleinen Teil in Bitcoin. Also da sind alle Arten gleich. Die Frage ist natürlich, wie man sowas ahndet. Und da hat der deutsche Staat aus meiner Sicht eine sehr gute Gesetzgebung erlassen, weil die Gesetzgebung die Unternehmen zwingt, dass sofern sie Verträge oder Kundenbeziehungen unterhalten mit Bitcoin-Besitzern aus Deutschland, dann muss quasi auch ein Vertragsverhältnis mit einer deutschen Gesellschaft existieren. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Und damit hat der Staat natürlich im Zweifelsfall und falls erforderlich, den Zugriff auf die Daten bei Behörden und Banken, wenn der Verdacht da ist, dass jemand hier Schindluder treibt oder möglicherweise auch Steuern quasi hinterzieht. Ja, deswegen ist die Gesetzgebung vor dem Hintergrund aus meiner Sicht sehr gut. Aber dass Bitcoin stigmatisiert wird, noch als Währung für Kriminelle, also die Zeiten sind vorbei. Das sieht man ja auch, dass zum Beispiel die Börse Stuttgart und andere sich jetzt intensiv mit diesem Thema beschäftigen, sogar die deutsche Börse. Das würden diese Unternehmen nicht machen, wenn der Ruf von vor 5 Jahren noch Bestand hätte. Ja, Sie sagen es, die großen deutschen Börsen steigen eben auch auf, auch die deutsche Börse. Heißt das, dass es wirklich so in 5 bis 10 Jahren wirklich deutlich verbreiteter ist, dass man zum Beispiel mit Bitcoin oder eben mit digitalen Währungen bezahlen wird? Also das ist schwierig vorherzusagen, das muss man ganz klar sagen. Und zwar deswegen, weil Bitcoin von der Architektur ist so wie Gold. Das heißt, Gold ist tendenziell ein Wertspeicher. Bitcoin hat in der Zukunft auch das Potenzial, ein Wertspeicher analog zu Gold zu sein. Und niemand von uns würde jetzt zum Beispiel mit Gold abends eine Pizza bezahlen. Und analog dazu glaube ich auch nicht, dass man erwarten kann, dass ich diese Pizza mit Bitcoin bezahlen würde in der Zukunft. Das sind einfach Wertgegenstände für die Aufbewahrung von Wert. Gold heute schon natürlich, Bitcoin potenziell in Zukunft. Deswegen glaube ich, dass für den Bezahlungsverkehr weiterhin auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte der Euro eingesetzt wird, aber eben technisch möglicherweise auf einer Blockchain-Basis. Ja, ich glaube also nicht, um es zusammenzufassen, dass der Dollar oder der Euro durch den Bitcoin ersetzt werde, weil das einfach
unterschiedliche Architekturen, ganz unterschiedliche Systeme sind. Das eine tendenziell für Wertaufbewahrung, analog zu Gold, das andere tendenziell für Zahlungsverkehr, das ist der Espresso oder die Pizzeria ums Eck. Das heißt für Anleger aber, dass man sich gut überlegen sollte, ob man nicht in eine Zukunftstechnologie oder in einen Zukunftswert wie den Bitcoin investieren sollte. Also das muss natürlich jeder selber wissen. Ich denke mal, das ist klar. Bitcoin ist ein relativ sperriges Konstrukt. Das ist auch nicht einfach zu verstehen. Wahrscheinlich braucht man einige Wochen, um das Thema intensiv zu verstehen. Und deswegen kann man jedem nur raten, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn das geschehen ist, dann kann sich's durchaus auch als interessant erweisen, in Bitcoin oder auch die Nummer zwei, das wäre Ethereum, zu investieren. Aber ich glaube, das ist ganz zentral, hier vorher eigene Recherche zu betreiben und nicht unbedingt auf irgendwelche Leute hören, die einem Tipps geben, sondern das eigene Beschäftigen mit dieser Technologie und diesen Werten ist aus meiner Sicht extremst wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als mit Aktien. Ja, wobei, schauen Sie sich Wirecard an, auch sogar im DAX kann eine Firma quasi über Nacht vaporisiert werden. Nach dem großen Bitcoin-Hype Ende 2017, 2018 gab es dann so ein IPO, ein Hype von Coins, die auf den Markt gekommen sind. Da sind ja ganz viele auch wieder schnell verschwunden. Muss man aufpassen, wenn man sich vielleicht so umschaut, was es neben Bitcoin noch gibt, dass man da nicht irgendwie in Dinge gerät, die dann irgendwann sehr schnell bei Null landen und einen Totalverlust bedeuten? Ja, also das ganze Thema Blockchain und auch Kryptowährungen ist sehr, sehr, sehr riskant. Zu dem Risiko gehören natürlich auch entsprechend große Chancen, wenn man es richtig macht, das ist klar. Allerdings sind die Risiken schon da, weil es sehr viele Betrüger in dem Bereich gibt, auch sehr viel unsolide Geschäftsmodelle, sehr viele wackelige Coins, noch damals aus der ICO-Zeit von 2017 zum Beispiel, alles richtig. Deswegen ist meine persönliche Meinung die, dass wenn man sich jetzt initial mit dem Thema beschäftigt, darf man nicht erwarten, quasi auf eine neue Variante von Bitcoin 2.0 zu warten, um dort einen großen Reibach zu machen. Das ist Unsinn, das wird nicht passieren, sondern wer hier in diesen Bereich einsteigen will, der müsste sich zunächst einfach mal mit Bitcoin und Ethereum beschäftigen. Die Chancen dort sind aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr, sehr groß. Auch das Risiko ist groß, aber immer noch ist das Risiko kleiner als bei diesen tausenden und unzähligen kleinen Projekten, wo es auch ganz schwierig ist, an Informationen zu kommen. Sagt Professor Philipp Sandner, heute zugeschaltet. Herr Professor, ich danke Ihnen für diese ganzen Einordnungen. Sehr gerne, danke. Und liebe Zuschauer, danke Ihnen und euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.